Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art und Weise zu unserem Vorlesungsteil Naturstoffchemie. Hier beim letzten Mal hatten wir uns ja mit selektiven Synthesen beschäftigt, selektiver Aldolreaktion und auch selektiver Gläsenumlagerung. Sie erinnern sich zurück. Und anschließend möchte ich mich mit Ihnen vielmehr mit ein paar Synthesen beschäftigen von Naturstoffen. Manche, die Sie sehr gut kennen, davon gehe ich mal aus der Biochemie-Vorlesung. Manche, die Sie vielleicht nicht vom Namen kennen, wo Sie aber doch vielleicht die Pflanze schon mal gehört haben, und andere werden Sie vielleicht gar nicht kennen. Und beginnen möchten wir mit einem wirklichen Klassiker, nämlich, mal gucken, hier ist mein Stift, jawohl, mit der Chicimic Acid, also mit der Chicimisäure, ja, ein wirklicher Klassiker, ne? Tausendmal schon gehört. Sie wissen, da gibt es auch einen riesigen Aufbauweg, ne? Den Chicimat Pathway, wie es so schön heißt, in der Synthese von Naturstoffen. Da hat es die Verbindung, denke ich mal, durchaus verdient, dass wir sie auch mal synthetisch betrachten. Außerdem, jetzt fällt es Ihnen, ich hoffe doch mal sehr stark auf, warum sich das gut anschließt. So ähnliche Systeme hatten wir ja schon. Ne? Und wenn wir dieses System hier uns anschauen, was kann da als Edukt dafür herhalten? Ja. Was kann das Edukt sein? Eine ganz besonders schwierige Frage. Ein System mit Hydroxygruppen einer Carbonsäure, ja, das schreit doch nach. Kohlenhydraten als Ausgangsstoff. Natürlich. Okay, das war der leichteste Teil dabei. Ist auch nicht weiter schwierig. In diesem Fall benutzen wir, ich versuche es Ihnen mal in die Sesselform, einmal richtig schön in 3D, dann einmal einfacher, sonst verliert der Zeichner hier seine Lust. Der Zeichner, es zu zeichnen quasi mit diesem System hier, sieht fast nach Glucose aus, ist es aber nicht. Jetzt wird es klar, warum. Mit der guten alten D-Manose. Also D-Manose soll als Ausgangsstoff herhalten. Und wie das so häufig der Fall ist, muss erstmal Schutzgruppen her. Ne? Das ist klar. Viel zu viele funktionelle Gruppen, die alle mehr oder minder gleich reagieren können. Das ist nicht gut. Erstes Ziel ist also hier. Sie sehen, wir betrachten also in diesem Fall das Ganze mal innerhalb der Reaktionserfolge. Das wollen wir nachvollziehen. Andere Ausgangsstoffe werden oder andere Produkte werden wir dann auch retrosynthetisch wieder betrachten. In diesem Fall, weil der Kohlenhydrat als Ausgangsstoff ist, denke ich mal, ist das so rum durchaus realistisch. So, aber vielleicht schauen wir uns mal an, wenn wir zum Thema Schutzgruppen uns anschauen, was bietet sich denn da wo an? Ja, das ist doch sicherlich durchaus legitim. Und wenn Sie sich das anschauen, naja, man sieht es eigentlich von Weitem. Ne? Ich mache mal hier die beiden O's, ja, der Hydroxygruppe und diese beiden. Ja, ne, das könnte etwas werden. Also sicherlich wird man diese OH-Gruppe hier, Sie wissen, ne, an der gefusselten Linie, hier ist nicht genauer definiert, ob sie nach oben oder nach unten zeigt, wird natürlich anders geschützt werden als der Rest. Ich zeichne Ihnen das nochmal in einer anderen Form auf. Sie wissen, der Sechsgliedrigring, die Bootform, ist ja nur eine Variante davon. Die zweite wäre jetzt die Furanose-Form. Muss man noch immer so schön klein im Ring zeichnen, ne, damit das was wird. So. Und so. Hier sieht man es ebenfalls sehr gut. Ja, selbes Prinzip. Ich denke mal, Sie geben mir recht, eine Acetalschutzgruppe oder besser zwei Acetalschutzgruppen können hier durchaus nützlich sein.
Also schützen, das war natürlich totaler Quatsch, da fehlt noch ein C. Schützen wir es eben, ich drehe das jetzt mal hier nach außen, ja. Innen, ja, da wäre wirklich nicht genug Platz dafür. Schutzgruppe drauf und jetzt haben wir hier unsere OH-Gruppe. So, jetzt lassen wir mal kurz den Mülllaster vorbei. Ja, muss auch sein, okay. Und der Letzte im Bunde, die Letzte im Bunde, die OH-Gruppe natürlich, wäre hier zu schützen. Natürlich mit einer anderen Schutzgruppe, das macht Sinn. Und die Autoren haben sich hierbei für eine Benzylschutzgruppe entschieden. Also heute geht es auch wieder etwas um Benzylschutzgruppen. Wie macht man die? Natürlich, wir brauchen den Benzylausgangsstoff. Und das ist im Normalfall Benzylchlorid. Oft genommen DMF-Natriumhydrid. Sie erinnern sich, glaube ich, hatte es schon ein paar Mal angesprochen, die Chemie der Kohlenhydrate ist mitunter ja, eine spezielle mit einem ganz eigenen Eigenleben. Ne? Das ist so und das bleibt auch so. Hier in dem Fall würde ich fast sagen, können wir bis jetzt von normaler, in Anführungsstrichen, Chemie sprechen, wie wir sie auch bei Nicht-Kohlenhydraten angewendet hätten. Okay. Das jetzt fast müßig nochmal abzupinseln, aber was sein muss, muss sein. Ja, sehen Sie, gut, dass wir es nochmal gemacht haben. Da war ich schon zu voreilig. Also zunächst die beiden Acetale, haben sich noch nichts geändert. Und wir haben hier unser O. Ich erlaube mir, Benzyl diesmal mit BZ abzukürzen, ja. Vollständig geschützt, alles ganz wunderbar hingekriegt. Nächster Schritt für die Chikimisäure wäre also die Betrachtung, welche der Schutzgruppen ist jetzt am reaktivsten. Und das ist natürlich die, die aus dem fünfgliedrigen, ja, aus dem Tetrahydrofuranring, ja, mal nicht Kohlenhydrat chemisch betrachtet, herausragt. Also diese hier, die ist gut zugänglich. Gängig und kann deshalb auch selektiv attackiert werden. Das, ja, das ist ja auch das Ziel, ne, dass man möglichst selektiv dann die einzelnen Schutzgruppen abarbeiten kann. Okay. Was soll daraus werden? Ja, da würde ich Sie jetzt fragen in der Vorlesung. Ja, Sie wissen schon, ja, das sagt er immer, würde ich Sie fragen. Ja, ist aber wirklich so. Wie könnte ich denn, ich möchte gerne das System hier oben kürzen um einen Kohlenstoffatom. Ja, wie könnte ich das hinbekommen? Und ich bin mir ganz sicher, Sie würden sagen, naja, wenn die gut zugänglich ist, muss ich versuchen, ja, mit sehr exakten Methoden, das ist klar, also ich kann hier nicht mit Feuer und Schwert drauf gehen, mit H+, dieses gut zugängliche zu spalten. Ja, und im zweiten Schritt habe ich das Diglycol vorliegen. Sie wissen, Diglycol-Spaltung ist gar kein Problem, hatten wir schon ein paar Mal. IO4-, und schon habe ich es auseinandergehackt. Also, ja, sehen, worauf dieses Teil hier rausläuft. Vieles davon hatten wir schon einmal. Dieser Vorlesungsteil soll wirklich dazu gelten, Ihnen natürlich, ja, klar, die Chemic Acid dann nochmal näher zu bringen, das ist logisch, aber zum zweiten Teil auch nochmal vieles von dem, was wir hatten, nochmal zu wiederholen und dadurch zu festigen. Wir haben den Aldehyd. Soweit, so gut. Okay, so, wir brauchen jetzt für unsere weitere Umsetzung nicht den Aldehyd, wir brauchen eine gute Abgangsgruppe. Also Ziel sollte es jetzt hier sein, wie daraus eine Abgangsgruppe zu machen. Wie kann ich daraus eine Abgangsgruppe friemeln? Und Sie werden mir recht geben, das ist natürlich gar keine Abgangsgruppe, das ist logisch. Es gibt jetzt verschiedene Methoden. Sie können sagen, naja, ich könnte bestimmt hier das O in ein geminales Dichlorid. Denken Sie bitte dran. Schauen Sie sich das System an. Wir haben ein Kohlenhydrat. Das verkraftet nicht viel. Es muss schön schonend erfolgen. Nicht? Also mit starken Säuren. Ich weise mal ganz sanft hier unten drauf hin, wird das nichts. Sicherlich geben Sie mir recht, wenn ich Ihnen sage, naja, dann bringen wir erstmal die Doppelbindung, die stört ja in den meisten Fällen dafür, dann
vernichten wir erstmal die Doppelbindung, reduzieren selektiv und machen daraus eine OH-Gruppe. Ne? Wie mache ich daraus selektiv eine OH-Gruppe? Wie gesagt, ohne die anderen irgendwie besonders dieses Acetal hier unten zu gefährden. Das funktioniert mit Hilfe von Natriumborhydrid. Auch schon mehrfach gehabt. Und was soll ich sagen? Das geht hier auch. Natriumborhydrid. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, ist die Schutzgruppe unten noch dran. Wenn Sie es nicht richtig gemacht haben, ist sie nicht mehr dran. Ganz klare Sache. Okay, also die OH-Gruppe. Jetzt wird die ganze Sache viel einfacher. Ich denke, da geben Sie mir auch hier recht. Nur eins muss man im Hinterkopf behalten. Unsere Schutzgruppe mal wieder. Ne? Also die Idee hatten wir beim letzten Mal. Ne? HCl, SOCl2, ja, aber herzlichen Glückwunsch. Ne? Der gibt natürlich der Rest auch den Geist auf. Ich möchte darauf hinweisen, dass es ein vollacetales und das ist ein benzylgeschütztes, gemischtes Acetal auch hier. Also das, ist, ne, das wird nichts. Wir müssen es also cleverer anstellen. Ja, cleverer anstellen heißt hier in unserem Fall, wir machen aus der OH-Gruppe die Abgangsgruppe, sprich wir verestern sie. Ja, Acetat könnte man daraus machen, naja, nicht so prickelnd. Ne? Die beste Abgangsgruppe mit, die man aus einer OH-Gruppe machen kann, Sie wissen es, mit Triflat, ein Triflat draus bauen. Jetzt wäre es auch hier nicht so clever, die Trifluorsulfonsäure als Chlorid zu nehmen. Viel cleverer ist es hier, auf das ominöse, immer präsente Cl, ne, was immer irgendwie sauer sein kann, zu verzichten. Und das Anhydrat zu nehmen, das Anhydrat zu nehmen natürlich, also Trifluormethansulfonsäure, Anhydrat. Okay, das klappt. Natürlich müssen Sie das Ganze immer noch in Pyridin machen. Ne? Auch die Säure könnte Ihnen hier den Garaus machen, ist eine starke Säure. Aber mit Pyridin wird das klappen. Und wenn Sie das dann im Labor gemacht haben und ein bisschen gescreent haben, sehen Sie selbst minus 30 Grad. Also gut gekühlt, geht da sehr schön. Auch hier wieder, wenn Sie alles richtig gemacht haben. Ja, klar, ich habe hier die Stair-Informationen vergessen, aber ich denke, da können wir, soweit können wir uns das Ganze merken. Also C, ach, ich bin heute mal in dem Mut, ich schreibe es mal aus. Mit der entsprechenden besseren Abgangsgruppe versehen. Ja, ich quetsche es nicht nach unten hin, ich mache einfach gleich mal Platz, sodass wir hier dann weiterarbeiten können. Was ist das nächste Ziel? Nun, auch das, wir wollen ja wieder vorausblickend das Ganze betreiben. Ziel soll es hier tatsächlich sein, ich mache erstmal Platz, ich zeige es Ihnen gleich. Also bis gleich, ich säubere mal. So, da bin ich wieder. Also der Ausgangsstoff, ja, unser letztes Produkt habe ich hier oben verewigt, noch einmal neu aufgenommen. Jetzt erlauben Sie uns mal einen kleinen Blick hier unten hin in die rechte untere Ecke zu werfen. Da ist nochmal unsere Chikimisäure, unser Zielprodukt. Ich denke, ich hoffe, ich meine, Sie sind jetzt in der Lage zu sehen, wo die Reise hier für unser System hingehen soll. Nämlich insofern, als dass wir die Zentralstruktur jetzt mal vergleichen mit dem, was wir jetzt haben. Ich würde mal davon ausgehen oder mal hoffen, dass Sie jetzt in der Lage wären, zumindest einen prinzipiellen Vorschlag zu machen, wie Sie von diesem Struktureinheitchen zu diesem Struktureinheitchen kommen. Das meiste ist schon gemacht. Es fehlt nur ein Trick dabei. Ich zeige Ihnen mal den Trick. Ich male den Trick mal blau drunter. Sie können ihn auch daneben oder sowas malen. Klar, hier drüben geht es dann weiter, ne, in der Synthese. Aber ich male das einfach mal so, als hätten wir jetzt mal eben hier mit falschen Reaktionsbedingungen gearbeitet. Soll heißen, wir schreiben das einfach so, als hätten wir die Schutzgruppen alle abgespalten, ja? Um dann einfach mal zu sehen, was passiert. Es ist klar, wenn ich
Hier unten das Acetal abspalte, habe ich die OH-Gruppen wieder. Wenn ich hier die Benzylgruppe abspalte und das entsprechend hydrolysiere, geht das ganze Ding wieder auf und wir erhalten hier oben unseren Aldehyd, die OH-Gruppe natürlich dann entsprechend in der Position. Die Hälfte der Stay-Information habe ich jetzt mal weggelassen. Ja, wirklich wollen wir nur mal schauen, was für ein Strukturelement fehlt oder ist jetzt noch vonnöten. Wir schauen mal hier unten. Was super aussieht, ich denke mal, Sie geben mir recht, die beiden OH-Gruppen hier, die sind doch ganz prima, die richtige Position. Auch die OH-Gruppe hier können wir uns drauf verlassen. Sieht gut aus, ja. Dann haben wir nach hier oben das Aldehyd. Komisch, da ist nichts, ja. Was hier noch das Aldehyd ist, die Position. Eine merkwürdige Geschichte. Und natürlich haben wir auch nicht das OTF. Das ist klar, das ist auch weg. Wir zählen mal die Kohlenstoffe. 6 im Ring und 7. Hier hätten wir zu bieten 1, 2, 3, 4, 5. Aha, merke, es fehlen 2 Kohlenstoffeinheiten. Also egal, was wir anbieten können, wir brauchen 2 Kohlenstoffeinheiten. So, wenn ich 2 Kohlenstoffeinheiten brauche, ist die Frage, wie kriege ich die hier dran? Nur ist logisch, eine Variante, deshalb habe ich mir die ganze Mühe hier gemacht, sehr vermutlich, das als Abgangsgruppe muss jetzt mit dem C schließen. Ne? Also das ist eine gute Abgangsgruppe, die könnte also nukleophil, ist jetzt unser Gedanke, Idee. Ich könnte auch mit dem Nukleophil hier, das Triflat raus und dafür das Nutran. Super Idee. Da haben Sie eine super Idee. Bringt die Frage auf, ja schön, ja gut, ja prima. Und? Was habe ich jetzt davon? Also was brauche ich noch? Da kann ja nicht nur C1-Nukleophil, ist immer schwierig. Können natürlich Nitril nehmen. Wir brauchen aber 2 Kohlenstoffatome. Ja, schauen Sie mal, was da noch übrig ist. Die Carbonsäure. Wir brauchen ein Nukleophil mit COOH-Gruppe. Richtig? Oder auch mit Ester oder irgendwas. Auf alle Fälle muss da die COOH-Gruppe noch dran, die hier ist. Also sowas müssen wir bauen. Das klingt jetzt schwerer, als es ist, ehrlich gesagt. Sie werden feststellen, das ist eigentlich schon die Hälfte der Miete. Wenn Sie so weit gekommen sind als Überlegung, und so geht man das ja immer an, ne? Sind Sie dem schon hinterher, was sich die Forschergruppe hier natürlich auch überlegt hat. Okay, weiterer wichtiger Blick. Ich habe gesagt, wir haben zunächst mal die Stereoinformation außer Acht gelassen. Das ist schön, das kann man natürlich erstmal machen, aber das muss natürlich stimmen. Sie wissen nicht, dass man dann beim Falschen landet. Diese OH-Gruppe hier, die ist ja vielleicht das größte Problem, weil die beiden OH-Gruppen sind fix. Ne? Die Frage ist jetzt, tut die das, was sie tun soll? Ist das diese OH-Gruppe hier? Ja, nach der Ringöffnung. Wichtige Frage, weil die Benzylgruppe, ja, also das geschützte System, steht ja auch nach hinten. Und natürlich ist sie das. Damit sie wieder zurückkommen, ja, würde einfach der Angriff von der OH-Gruppe hier, mal gucken, dass ich hier nicht allzu viel treffe, gehen wir mal hier durch, darauf erfolgen, ne? In der Rückreaktion im Ringschluss, die klappt also nach oben und dann klappt die OH-Gruppe nach unten, ja, weg, das passt. Also auch da sind wir auf der sicheren Seite. Was nur die Frage aufwirft, wie mache ich den eigentlichen Ringschluss dann? Ne? Ist ja schön, dass ich das hier dran kriegen könnte, aber dann ist das ja noch immer offen. Die Antwort hier kommt, die wollen wir uns jetzt anschauen, kommt aus einer ganz einfachen, aus einer ganz einfachen Syntheserichtung. Die kennen Sie auch schon. Man muss halt nur drauf kommen, das hier zu machen. Zunächst mal haben unsere Synthetiker hier eine sehr kluge Idee gehabt. Sie haben sich nämlich erstmal ein System gebaut, das halt dieses C-Nukleophil hat. Das brauchen wir ja, ne? Unterstützt durch die Carbonsäure, die können Sie nicht als Carbonsäure nehmen, ne, bei C-. Da nehmen wir mal ein Ester, vielleicht Methyl. Ja. Das sieht schon mal gut aus, das können wir schon mal machen. Wissen Sie, was weiß ich, wenn Sie Essigsäure nehmen, das können Sie nicht einfach deprotonieren, ne? Das ist sehr schwierig. Außerdem wäre damit mitnichten das Problem gelöst, wie Sie den Ringschluss hinkriegen. Ja, und das lösen Sie relativ einfach, indem Sie
Folgendes hier ansetzen. Vielleicht macht es dann bei den einen oder anderen gleich, mit Phosphor, Methyl, also mit Oxy und hier auch, mit Oxy. Wir haben es also mit solch einem System zu tun, das den einen oder anderen möglicherweise an etwas erinnert, wie Wittig oder HWE oder sowas, ne? Mit sowas haben wir es zu tun. So, damit wir das nachvollziehen können, denke ich mal, macht es sich jetzt gut. Wir bauen es erstmal dran, damit wir sehen, was es zu sehen gibt. Ich rucke etwas tiefer, ne, weil das jetzt nach oben etwas ausladender wird. Zunächst hat sich nichts geändert in der südlichen Phalanx. So. Aber hier hat sich natürlich was geändert. Das TF ist weg. Und wir haben dafür Methylester und hier unseren Phosphorhängen. Halt. Nicht nochmal Phosphor, das wäre ein bisschen viel. Ne? Die Verbindung auch Wohlfall, die kann man einfach kaufen. Das macht sich natürlich auch ganz günstig, dass man nicht nochmal neu arbeiten muss. Für den Schluss des Ganzen hier, das Ganze für die Experten in DMF und etwas 18 Krone 6 noch genommen. Das Ganze so bei 50 Grad, also etwas erwärmt. Okay, sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, tut es das, was es tun soll und kriegen wir das Ganze hin? Ja, noch ein Punkt dazu vielleicht. Wir haben die Triflatschutzgruppe und man könnte sich jetzt fragen, ist es denn wirklich nur durch Triflat? Ist ja doch recht teuer, ne? Das hat die Forschergruppe durchexerziert, natürlich im selben Gedankengang. Und ja, dieser Tausch hier geht tatsächlich nur mit Triflat. Mesylat, Tosylat, was es sonst noch gibt, ist alles nicht gut genug als Abgangsgruppe. Sie müssen hier auf das Triflat umsteigen. Leider. Okay. Um überhaupt den Charme zu haben, überhaupt irgendetwas in Richtung Wittig machen zu können, muss natürlich hier unser Benzyl geknackt werden. Sie sehen, wer das jetzt immer noch nicht weiß, der hat irgendwie geschlafen bis jetzt. Wasserstoff, Palladium, die üblichen Verdächtigen, sagen wir mal, wie so gerne für uns betont, die üblichen Verdächtigen. Also das spaltet gut, hinfort damit. Dem Rest des Moleküls ist das erstmal soweit egal. Und wir haben die OH-Gruppe. Natürlich immer noch mit derselben Stereochemie. Und das Ganze kann ich jetzt formulieren zwischen der geschlossenen und der geschlossenen Form, ja, der furanose Form und der offenkettigen Form. Und wenn ich die offenkettige Form jetzt hinschreibe, denke ich mal, dann sieht man es, vielleicht hoffe ich das doch mal ganz gut. Wenn das aufgeht, nicht zu vergessen, erhalten Sie hier die OH-Gruppe. Die klappt jetzt genauso wie hier von uns gezeigt, geht in die andere Richtung um, logisch. Unser Ethylester, hier kommt unser Phosphor. So, und was brauchen wir noch? Die immer noch geschützten geminalen Sauerstoffe, also das Acetal. So, jetzt sieht man ganz gut, wo die Reise hingeht und man sieht auch ganz gut, dass das eigentlich wirklich aussieht, als könnte das was werden, nicht wahr? Als könnte das was werden. Phosphor und Sauerstoff stehen sich jetzt schon wunderbar in Nachbarschaft. Entgegen, sodass wir jetzt einfach Natriummethanolat, reicht da schon, erneut deprotonieren können und dann können wir loswittigen, also wir machen eine Wittilen daraus und schon erhalten wir das geschützte zyklische, also den Zyklohexanring, wie wir ihn haben wollen, noch mit Schutzgruppe versehen und mit dem
Ester, sodass wir also jetzt den letzten Schritt hier zur Zielverbindung nehmen können. Und jetzt würde ich Sie wieder raten lassen. Wie kann das Ganze bewerkstelligt werden? Hatten wir heute auch schon mal. Bitte bedenken Sie, hatten wir heute schon mal. Klar, wir müssen den Ester hydrolysieren. Nicht zu stark, nicht zu, ne, also sachte. Und wir müssen hier unten uns um die entsprechende Acetal kümmern. Das ganze Ding ist natürlich wieder wasserlöslich. Sie kennen sich aus. Also der erste Schritt, wenn wir das Acetal loswerden wollen, ein H+-Ionentausch ist davon nötig. Im zweiten Schritt vorsichtige Hydrolyse unseres Esters und Sie sind bei der Chichimic Acid, bei der Chichiminsäure angekommen. Also ganz eigentlich ganz straightforward, bis auf den kleinen Exkurs hier mit Wittig. Ne? Das ist clever, kann man nicht anders sagen, und mit dem perfekt passenden Baustein ein Traum. Im Übrigen, wenn Sie in der Naturstoffchemie, gibt es auch Chichiminsäure als Isolat, ja, und auch da ist mit dem Ionentausch, und das ist meistens das, ja, der kritische Punkt. Es ist hier in diesem Fall, in dieser Synthese hier, einfacher, als wenn Sie das aus einem Stoffgemisch trennen. Die Verbindungen sind ja alle farblos, ne? Zeigen alle keine besondere Absorption. Das ist also die der Knackpunkt in der, bei der Gewinnung der Verbindung im Praktikum ist auch hier der Ionentauscher. Ja, und schon hätten Sie es dargestellt. Schon ist gut, ne? Sind ja doch ein paar Stufen vonnötig. Vonnötig. Okay, gut. Ein gestrenger Blick auf die Uhr zeigt mir, die Zeit ist auch schon wieder um. Beim nächsten Mal geht es weiter mit ein paar Synthesen. Wir nähern uns ja dem Ende der Vorlesung in ganz großen Sätzen. Und zum Ende wollen wir jetzt noch ein bisschen in die Vollen stürzen. Wir werden aber auch noch ein paar Naturstoffe so sehen. Zum Beispiel werden wir uns mit dem Colchicin beschäftigen. Da können Sie sich schon mal drauf freuen. Ja, und es ist wie immer, bleiben Sie gesund, mir gewogen. Wir sehen, hören uns beim nächsten Mal oder halt im Seminar. Bis dann!